Handelsblatt KI Briefing, das News Update zu künstlicher Intelligenz. Hallo und herzlich willkommen zum Handelsblatt KI Briefing, dem Podcast mit den wichtigsten Nachrichten rund um künstliche Intelligenz und was diese News für Sie bedeuten. Mein Name ist Larissa Holzki und ich leite beim Handelsblatt das KI-Team. Und das hier ist meine synthetische Stimme. Die habe ich nämlich klonen lassen, damit Sie die rasante Entwicklung dieser neuen Technologie auch als Podcast verfolgen können. Das Handelsblatt KI Briefing. Diese Woche geschrieben von Larissa Holzki, gesprochen von der KI-Stimme von Larissa Holzki. Das Wichtigste zuerst. Wenn Sie nur wenig Zeit haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann machen Sie Ihre Arbeit doch einfach im Urlaub. Spaß beiseite. Ich versichere Ihnen, das war nicht meine Absicht, als ich vor einigen Wochen entschieden habe, dieses Jahr nach Helsinki zu reisen. Ich wollte schon lange einmal nach Finnland. Dass ich Ihnen von dort eine Geschichte mitbringe, hat sich zufällig ergeben. Sie erinnern sich, Mitte Juli hatte der Chipkonzern AMD angekündigt, die finnische KI-Firma Silo AI zu kaufen. Nun wurde die Transaktion schon vergangene Woche abgeschlossen. Für mich lag darin die Chance, dem Chef und Gründer Peter Sahlin endlich die Fragen zu stellen, die bei der Ankündigung des Deals offen geblieben sind. Warum das wichtig ist? $665 Millionen zahlt AMD. Damit ist es ein großer Erfolg für den CEO und sein Team und Europas größte KI-Akquisition aller Zeiten. Die Transaktion kommt aber mit Widersprüchen. Peter Sahlin hat Silo AI immer als KI-Flaggschiff für Europa positioniert. Jetzt segelt er unter US-Flagge weiter. Ich habe es damals auch so eingeordnet. Sahlin macht der KI-Deal reich, Europa macht er um eines seiner vielversprechendsten KI-Startups ärmer. Das will der Gründer so nicht stehen lassen. Als er hörte, dass ich in Helsinki bin, hat er mich in das Silo-Büro in der früheren Hauptstadt Turku eingeladen. Er hat dabei auch darauf bestanden, dass niemand nach Finnland reisen sollte, ohne die Schärenregion im Südwesten besucht zu haben. Jetzt kann ich sagen, er hat recht. Peter Sahlin darf in diesen Tagen fast nichts über den Deal sagen. Er kann nicht anhand von Vereinbarungen mit AMD belegen, was ihn zuversichtlich macht. Aber er kann zeigen, wofür er und seine Firma stehen. Und ich habe dabei einen Mann kennengelernt, der nahezu alles dafür tut, auf dem Feld der KI und damit in der Welt etwas zu bewegen. Mit AMD, davon ist er offenbar überzeugt, wird das für Silo noch einfacher. Was mir diese Reise auch einmal mehr gezeigt hat, die Aufmerksamkeit wird in der Welt der Startups viel zu oft mit dem Wagniskapital verteilt. Für die Geschichte von Sahlin und Silo hat sich bis zum AMD-Deal kaum jemand interessiert. Dabei fängt sie schon gut an. Wer hätte gedacht, dass Peter Sahlin schon mit 28, also vor 10 Jahren, Handballprofi, Offizier und Berater der Europäischen Zentralbank war? Weil es noch viel mehr zu erzählen gibt, als auf eine Postkarte passt, empfehle ich Ihnen meinen Report aus Finnland. Worüber die Szene spricht. Über selbsternannte KI-Trainer. 2/3 der Arbeitnehmer wünschen sich Schulungen, aber nur 1 von 8 Unternehmen bietet sie laut dem TÜV-Verband auch an. In diese Lücke stoßen Coaches, Trainer und Speaker im Netz, schreibt meine Kollegin Milena Merten. Im Karrierenetzwerk LinkedIn gibt es davon so viele, dass die Suche zu einer unübersichtlichen Menge an Treffern führt. Was dahinter steckt? Eins vorweg, darunter sind viele seriöse Anbieter. Aber wie Milena schreibt, auch Blender, die schnelles Geld mit fachlich fragwürdigen Angeboten machen wollen. Zusammen mit tatsächlichen Experten hat sie herausgearbeitet, woran sie Weiterbildungen erkennen, die Geld und Zeit wert sind. Wenn Sie über Ihre eigenen Erfahrungen mit KI-Trainern berichten oder jemanden empfehlen wollen, diskutieren Sie doch auf LinkedIn mit. Was Sie sonst noch wissen sollten. Erstens, Donald Trump und Elon Musk führen den US-Wahlkampf in die KI-Hölle. So nennen es amerikanische Medien inzwischen. Der republikanische Ex-Präsident und der Tesla-Chef verbreiten KI-generierte Bilder, die manipulieren und Aufmerksamkeit erregen sollen. Bei Trump waren es zuletzt Bilder, auf denen die Sängerin Taylor Swift vermeintlich zu seiner Wahl aufrief. Mein Kollege Philipp Alvarez de Sousa Soares berichtet, warum die Bilder schädlich sind, auch wenn man sie sofort als Fake erkennt. Etwas bleibt hängen. Zweitens, an der Börse bahnt sich eine Trendwende bei den Big Seven an. Gemeint sind die Technologiekonzerne Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta und Tesla, deren Kursentwicklungen eng mit dem Hype um KI verknüpft sind. In den vergangenen Jahren haben sie es geschafft, die Firmengewinne noch schneller zu steigern als den Aktienkurs. Für Anleger heißt das, die Aktie wird günstiger. Nun droht der Trend aber zu kippen, schreibt unser Börsenexperte Ulf Sommer. In seinem Text können Sie lesen, wer sich besonders schwer tut, in seine Bewertung hineinzuwachsen.
Drittens, bei ChatGPT-Nutzung im Büro kann die Abmahnung drohen. Clever eingesetzt, kann künstliche Intelligenz im Job einige Routinearbeiten deutlich erleichtern. Aber der Einsatz von KI-Tools ist nicht überall erlaubt. Franziska Telser aus unserem Karriere-Team hat mit einem Arbeitsrechtler darüber gesprochen, mit welchen Konsequenzen Angestellte im schlimmsten Fall rechnen müssen. So viel sei vorweggenommen. Wenn Sie Personaler sind und sich von ChatGPT beim Zeugnisschreiben helfen lassen, dann sollten Sie höllisch aufpassen, was Sie eingeben. Das war's für heute schon wieder mit dem KI-Briefing. Geschrieben von Larissa Holzki. Gesprochen von Larissa Holzkis KI-Stimme. Wenn Sie noch mehr über künstliche Intelligenz erfahren wollen, dann abonnieren Sie das Handelsblatt KI-Briefing doch auch per E-Mail. In dem Newsletter finden Sie nicht nur alle Links zu den Reportagen, sondern erfahren auch, wie Sie selbst KI in der Praxis einsetzen können, welche Köpfe aus der KI-Szene Sie kennen müssen und wo Sie unsere KI-Reporter als nächstes persönlich treffen können. Melden Sie sich kostenlos an unter newsletter.handelsblatt.com/KI-Briefing. Den Link dazu finden Sie aber auch in den Shownotes. Wir freuen uns sehr über Feedback, Anregungen und Wünsche. Schreiben Sie uns dazu gern eine E-Mail. Die Adresse finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin eine gute Zeit.